Wir bewegen uns ins Weltergewicht. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir für die blaue Ecke aus Venezuela, Caracas, Juan Perez! Und nun begrüßen wir seinen Gegner aus der roten Ecke. Er kommt aus United Kingdom, London. Bitte begrüßen Sie mit mir Freddy Kiewit! Des heutigen Kampfes. Vom WGW haben wir hier die Delegierte Beate Pösk. Die Punktrichter des Kampfes sind Caroline Pütz, Irene Kostenko und Klaus Hagemann. Der Mann im Ring ist Andreas Schweiger. Der Zeitnehmer ist Holger Tog. Alle kommen aus Deutschland. Wir haben zwei Ringärzte für die rote Ecke, Dr. Sven Haladin, und für die blaue Dr. Ole Dankmar. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 38 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 66,6 Kilo schwer. Seine Kampfbilanz. Er hat 117 Amateurkämpfe geboxt und 36 Profikämpfe. 26 Siege, davon 16 Knockouts. Er ist zweifacher WBA Interimsweltmeister. Er tritt an für seinen Promoter Paradiso Parque Naciones Unidas. In seiner Ecke seine Trainer Joan Perez. Masch. Joan Perez hier für Sie. Herzlich willkommen. Welcome. Sein Gegner in der roten Ecke. Er ist 31 Jahre alt, 1,80 Meter groß, er wiegt 66,6 Kilogramm. Er kämpft für Universum Box Promotion. Seine Kampfbilanz: 21 Profikämpfe, 18 Siege, davon 10 durch Knockout. Er ist WBO Europameister und trägt den ABU Africa Title und den Southern Area Title aus England. In seiner Ecke seine Trainer, Robert Haru Junior. Ich freue mich sehr. Meine Damen und Herren, hier ist für Sie Freddy Kiewit! Die Boxer bitte in die Mitte. The Boxers into the center. Die Boxer sind bereit. Let's put the ring on fire! Ring frei zur ersten Runde. Freddy Kiewit in der bunten Hose. Sagen wir so.
hat sich zuletzt hier in Hamburg gut eingeführt mit einem Sieg über den starken und äußerst unbequem zu boxenden Octavian Grazi aus Moldawien. 2019 wurde Kiwi sogar noch in den Weltranglisten geführt und da will er wieder hin. Allerdings bekommt er es mit dem stärksten Gegner seiner bisherigen Laufbahn zu tun, mit Johan Perez aus Venezuela. Der mischte viele Jahre in der absoluten Weltspitze mit, war Interimsweltmeister und ist für jeden, trotz seiner 38 Jahre, noch ein brandgefährlicher Gegner. Also ein richtiger Prüfstein für Kiewit nach dem Kampf, da weiter, wo er steht, ob es nach oben geht oder eben nicht. Na, die Rechte da von Perez, die zweimal knapp da am Kopf vorbeigepfiffen von Kiewit. Pretty Boy hat auf seine Hose stehen. Perez nennt sich Johan El Terrible Perez. Ja, das war kein Niederschlag. Ist mal nach hinten weggerutscht. Der Mann aus Caracas. Also klar, dass er da ein bisschen zögerlich erstmal rangeht, der Pretty Boy. Also verkrampfter Beginn hier von beiden ein bisschen. Ja, war nicht viel los in Runde 1, aber das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Der Kampf ist auf 8 Runden angesetzt. Bislang muss ich sagen, ja, gutes Matchmaking bei allen Kämpfen. Interessante Fights, teilweise knapp. Aber gut fürs Boxpublikum. Johan El Terrible Perez wird betreut von Juan Carlos Gomez. Seconds out! Ringfrei für Runde 2. Der weiß natürlich, wie es abgeht im Boxen. Jahrelang unumstrittener Weltmeister im Cruisergewicht. Nicht zu schlagen. Naja, erste gute Aktion, das ist mal richtig gute von Kiewit. Stop.
ist jetzt nicht das Boxfeuerwerk, was da beide abziehen. Ja, ein bislang sehr taktisch geführter Kampf. Beide gehen da vorsichtig zu Werk, schauen immer noch, was hat der andere drauf. Stehen zu weit voneinander weg. Gute Beinarbeit von Perez. Gute Rechte und die linke nachgekommen von Kibit. Das war die Antwort, zwei Körpertreffer von Perez. Also was ich vermisse bei Kibit ist, ungeschlagen. Ringfrei für Runde 3. Wurde BBA Fede Centro Champion im Superleichtgewicht. BBA Fede Latin Meister gegen Kenny Galarza aus Puerto Rico. Damals 16 Kämpfe, 15 Siege. Und 2011 BBA Interimsweltmeister TKO-Sieg über Fernando Castaneda aus Mexiko. Starker Mann. Und dann 2012 die erste Niederlage gegen den Mexikaner Pablo Cesar Cano. Der Titel war wieder futsch. Aber Interimsweltmeister muss man erstmal werden. Da muss man schon einiges können. Natürlich hat er nicht mehr die Schnelligkeit, die Spritzigkeit früherer Tage. Aber er ist immer noch, wie man hier sieht, ein routinierter Mann, der nicht leicht zu treffen ist. Gutes Auge hat er, der Kibit. Beweglich ist er. Das müsste auch häufiger mal treffen. Ja, nicht viel los bei dem Kampf. Lände zuschlagen, meistens zu kurz oder drüber oder vorbei. Ja,
Aber für Kiewit geht es natürlich um viel. Klar, logisch. Da will er mal nach vorne. Da muss er halt einen Mann wie diesen Perez, den muss er besiegen. Für Runde 4. Ja, tut sich nach wie vor nicht viel hier in diesem Kampf. Aber der Perez, der forciert noch nicht gerade das Tempo. Gab ja noch einen riesen Hickhack, ob er überhaupt kommt. Dann waren die Flügel zu teuer und pipapo, auf alle Fälle, dass er jetzt da war, kein Ersatz gefunden werden konnte. Und ich denke, das ist auch gut für Kiewit. Da muss er sich jetzt durchbeißen einfach. Noch keine richtig brauchbare Aktion. Beide Seiten nicht. Ja, ein bisschen gockelhaft jetzt da, Johan Perez. Majestätsbeleidigung ist es ja nicht, wenn er hier mal vor die vollendeten Tatsachen gestellt wird, dass der Kiewit auch mal trifft. Gut, mal die Rechte drin. Auslagenwechsel beim Mann aus Venezuela. Linke von Kiewit. Also er hat zumindest mal ein paar Treffer gelandet. Was ihn jetzt auf den Punktenzetteln, wenn es über diese Runde mal nach vorne bringt. Sind ja nur noch 15 Sekunden. Aber der ganz große Kampf, den sich ja viele erhofft haben, ist es bislang nicht. Thank you.
Kampf gegen Akeem Ennis Brown. Heute 14 Kämpfe, 14 Siege. Und der Brown, der kämpft nächste Woche gegen Sam Maxwell. 15 Kämpfe, 15 Siege um die britische und die Kampfweltmeisterschaft. So, jetzt kommt hier mal ein bisschen Leben in die Bude, jawohl. Aber eher im Clinch als boxerisch. Andreas Schweiger, dritter Mann im Ring. Schön mal, gute Rechte. Aber jetzt mal nachsetzen, nicht immer so einzuschlagen und dann schauen und sich freuen, dass man gewonnen, getroffen hat, sondern das mal ausnutzen und sofort hinterher. Der stand am Seil, der Perez. Jetzt wieder zwei Luftlöcher, zwei Schläge auf die Deckung. Ja, die haben beide zu viel Respekt voreinander. Gut, mal die Rechte jetzt drin, auch von Perez. Aber der macht alles in allem zu wenig. Lässt der Kili rumtouren um sich herum. So, das wäre es mal gewesen. Genau, vorbeigeschlagen und dann einen Schritt nach vorne, Angriff. Der bleibt natürlich gefährlich, der Perez. Das weiß der Kiewit auch und deshalb ist bei ihm nach wie vor Vorsicht geboten. Aber eigentlich ist er ja der bessere Boxer. Mei, was die alles vorbeiballern. Auch jetzt wieder Angriff, kein Treffer. Der stupst da in der Luft rum, der Perez. Ja, also plätschert der Kampf so vor sich hin. Also ich war gerade bei den Niederlagen von Kiewit, dreimal hat er verloren. Einmal, habe ich gesagt, gegen Akeem Ennis Brown, das zweite Mal gegen Louis Green. Und zuletzt 2019 um den WBO Global Gürtel gegen Loser Klee aus Südafrika. Aber er hat auch schöne Erfolge schon gehabt, der Kiewit. 2019 WBO Europameister gegen Paddy Gallagher aus Nordirland. Anschließend Afrikameister gegen Samuel Turkson aus Ghana. Der kann schon was und der kann mehr, als er heute hier zeigt. Seconds aber wie gesagt, das ist natürlich auch so ein bisschen Ausscheidungskampf. Wenn er gewinnt, bleibt er unter den Fittichen von dem Universum. Wenn er verliert, dann muss man abwarten. Kommen wir mal ein bisschen mutiger nach vorne. Ja, vor der Rechten hat er Respekt da von Perez, obwohl die noch gar nicht so häufig abgefeuert worden ist. Führungshand, haben wir die Führungshand häufiger. So, ja. Thank you.
Sollen wir gerade mal einen Fotografen verscheuchen müssen, vor den Augen rumgesprungen ist. Also nach Punkten, sage ich mal, dürfte leicht vorne sein, der Kiewit. Also ein bisschen häufiger getroffen. Und El Terrible, so schrecklich ist er nun auch nicht mehr. Und 2021 zwei Kämpfe bestritten, Sieg über Kenyon Betancourt aus Panama und K.O.-Niederlage in der zweiten Runde gegen den Italiener Alessandro Ricocini. Und da hat er den geilen Kampfrekord, 26 Kämpfe, 26 Siege, 22 K.O.s. Und der hat da mal Tabula Rasa gemacht mit dem guten Johan Perez. Also ich bleibe dabei, der Kiewit kann mehr und er ist zu vorsichtig. Er macht so einigermaßen viel, dass er mal die eine oder andere Runde gewinnt. Aber es ist alles in einem zu wenig. Das war ein Treffer. Der ist noch gut auf den Beinen unterwegs für seine 38 Jahre. Und natürlich ein gewiefter Mann im Ring. Macht natürlich viel zu wenig, um hier mal für Eindruck zu sorgen, der Perez. Also die Zeiten, als er Interims-Weltmeister war, die sind lange vorbei. 2013 war ja seine große Zeit. Sieg über Ex-Weltmeister Steve Forbes. Sieg über Yoshihiro Kamegai. Er war WBA International Champion. Sieg über Ex-Weltmeister Paul Spadafora. Er hatte 49 Kämpfe, 48 Siege, als er gegen den Perez antrat. Und dann verloren, hat er sich zum zweiten Mal den WBA-Interimstitel geholt. So, jetzt hat er noch mal in der Ecke. Jetzt bleibt dran. Jawohl, noch mal schön die Linke ihm da verbraten. Perez hat seine Frau mitgebracht, die macht hier ganz schön Stimmung in seiner Ecke. Wieder Körpertreffer.
Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und das macht er. Jetzt habe ich ja keine Sperenzien, eben so vollkommen ohne Deckung da gestanden, da schoss die rechte knapp vorbei. Noch 15 Sekunden, dann ist die siebte Runde rum, dann haben wir noch eine vor uns. Und dann freuen wir uns jetzt schon mal auf den Hauptkampf. Artem Arotunian, ungeschlagen in 10 Kämpfen. Gegen Samuel Molina aus Spanien, ungeschlagen in 16 Kämpfen. Das könnte ein Knaller werden. Die Frage ist, wer packt jetzt nochmal sein Herz in beide Handschuhe und greift an, versucht hier nochmal die Punktrichter zu überzeugen. Wo die Zettel sind abgegeben für die ersten 7 Runden, aber die 8. kann man dann schon nochmal gewinnen. Und sage ich mal, einen großen Punktvorsprung. Second auf! Ring frei für die letzte Runde. Das ist die Nummer 8. Geht zumindest schon mal mit einer Attacke von Kivit los. Ja, Perez nochmal auf dem Weg nach vorne. Jetzt habe ich gerade ein tierisches Rauschen hier auch bei mir auf dem Ohr. Ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht so, an den Fernsehgeräten. Hier gerade mal unterbrochen, weil hier gerade an meinem Headset rumgeschraubt wird. Also Kampf hat sich aber nicht groß geändert ja, in der letzten Runde. Kivit vielleicht mit dem einen oder anderen klaren Treffer. Der Perez. Da bleibt er einfach in der Mitte stehen, macht das Nötigste, um hier über die Runden zu kommen. Die letzten 30 Sekunden. Ja, da geht doch mal so was wie ein Fuß-an-Fuß-Kampf. Zu weit wieder weg hier für den Körpertreffer. Und nachsetzen. Nachsetzen. Also Ende des Kampfes.
Und jetzt schauen wir mal, was die Punktrichter da so gesehen haben. Also ganz schwer. Viele Aktionen waren es nicht. Ich sag mal, für mich ist Kiewit vorne, weil er ein paar Treffer mehr gesetzt hat. Und das wäre dann schon mal was, wenn er den Kampf hier für sich entscheiden konnte, auch für seine Karriere, für seine weitere. Aber ich denke mal, da kann er sich mal das Video anschauen und dann sieht er auch, was er da für in der Zukunft besser machen kann. Wenn er gewonnen hat. Warten wir mal ab. Also, die Ringsprecherin macht sich hier auf den Weg ins Seil geführt. Sandra Quadflick. Und jetzt wird spannend. Also, das Urteil. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Und die Punktrichter waren sich einig. Wir haben eine einstimmige Entscheidung für die rote Ecke. Freddy Kiewit! Also, einstimmige Entscheidung für Kiewit, habe ich auch vermutet. War ein großartiger Kampf. Der etwas aktivere Mann, Perez, hat viel zu wenig gebracht, um hier die eine oder andere Runde gewonnen zu haben. Also, Gratulation an Fred.